So Leute, da bin ich dann endlich mal. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und heute sogar neue Herausforderungen. Ich setze mich gleich direkt an alles dran, aber heute mit einer kleinen Änderung. Ich mache dafür den Livestream an und ihr seid einfach mal live dabei, wie ich die Videos aufnehme, wie oft irgendwas nicht so ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie das Ganze so bei euch ankommt. Und wie gesagt, hier nach dem Shop-Video mache ich den Livestream an, aber bedenkt bitte, dass ich den Shop, dass ich den Chat natürlich dann nicht so beobachten kann, weil ich natürlich mit anderen Dingen beschäftigt bin. So, dann seht ihr hier unten, Creator Code haben wir ja schon, könnt ihr halt gerne eintragen im Shop. Dann habe ich vor, am Sonntag um 15 Uhr wieder eine Skin-Verlosung zu machen, weil einige haben es bestimmt mitbekommen. Wir haben es geschafft, auch jetzt auf YouTube richtiger Partner zu sein, deshalb auch jetzt die Werbung vorm Video, im Video und so weiter. Was natürlich ermöglicht, dass ich euch wieder ein bisschen mehr zurückgeben kann. Wie ich das noch genau mache, kann ich noch nicht sagen, aber definitiv Sonntag 15 Uhr wollte ich euch dann halt einen Skin aus dem aktuellen Shop verlosen. Also seid da gerne dabei, aber vorweg. Schickt mir, falls ihr noch kein Abonnent seid, natürlich gerne abonnieren. Aber das Wichtigste ist, wie hier fünf andere schon gemacht habt, schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Nämlich an yt-familyhack. Hat den ganz einfachen Grund, weil sonst kann ich euch keine Geschenke schicken, wenn du am Sonntag gewinnen solltest. Also schickt mir einfach schnellstmöglich die Freundesanfrage, damit wir halt bis dahin befreundet sind und ich den Skin natürlich auch verschenken kann. So, da es ja heute um den Shop geht, gehen wir auch mal direkt rein. Ich weiß absolut gar nichts. Weil heute Morgen habe ich es echt nicht mehr geschafft. Hä? Ah ja. V-Bucks-Paket. Ja, toll. Ja, man spart zwar 1000 V-Bucks, aber das Ganze kostet halt immer noch 2200 V-Bucks. Davon mal abgesehen. Aber das Ganze, wie man sieht, kann nicht verschenkt werden. Von daher brauchst schon gar keine anzufragen. Kannst du mir das schenken? Aber wir sehen hier einmal den Archetyp. Dann, ja, der Skin ist ganz okay, aber er ist halt ziemlich kräftig. Aber eigentlich so ganz nice. Dazu kriegen wir noch den passenden Rucksack. Dann noch ein Kleid dabei. Der geht eigentlich auch vollkommen klar. Kann ich den drehen? Ah, nee, ich glaube, der Kleider ist ein Tick zu groß. Ich glaube, der nimmt uns viel Sicht im Gameplay weg. Wenn wir mit dem Kleid da unterwegs sind. Warte mal, nee, so fliegen wir ja. Obwohl, ne, oder? Ne, der müsste eigentlich klar gehen. Dann dazu bekommen wir noch die Spitzhacke dazu. Also, das ganze Paket, wenn euch der Skin halt gefällt, ist ganz okay, aber. Spielt ihr halt dann wirklich den Kleider? Spielt ihr wirklich die Spitzhacke? Spielt ihr wirklich den Rucksack? Also den Rucksack denke ich mal schon. Man spart zwar klar deutlich an V-Bucks, wenn man den Skin eh mal haben wollte. Aber man muss es halt immer noch bedenken, sind halt 2200 V-Bucks. Aber wenn ihr euch natürlich das Ganze kauft, ihr seht es hier unten, gern meinen Creator-Code eingeben. Wie gesagt, Support ist kein Mord. So, dann haben wir das Ganze aber nochmal im Einzelnen. Nämlich der Skin an sich kostet halt 1500 V-Bucks. Der Kleider kostet 1200 V-Bucks. Die Messhacke kostet 500 V-Bucks. Deshalb ist das Paket halt wirklich 1000 V-Bucks günstiger. So, was haben wir denn noch drin? Babam, erster Skin. Ah, Patronengurt ist wieder da. Wer, das ein. Ich meine, ihr wisst das eher als ich. Das war doch mal ein OG-Skin, oder? Also zumindest einer der ersten, glaube ich. Aber den hatten wir auch vor kurzem schon wieder drin, wenn ich mich nicht ganz irre, weil an dem Patronengurt die Tasche kann ich mich definitiv erinnern. Ist halt so ein richtiger, ohne irgendwelche Anspielungen, schwarzer Krieger. Aber mit Stil. Also die Sonnenbrille ist natürlich, die hat was. Könnte aber auch nur farbige tragen. Stellt euch einfach jetzt einfach einen weißen damit vor. Würde überhaupt nicht gut aussehen, aber ein schwarzer kann, beziehungsweise ein farbiger, kann alles tragen. Selbst so ein Patronengurt sieht bei dem nice aus. So, dazu haben wir noch die weibliche Variante, aber ein Hauttyp heller, aber auch ohne Rückenaccessoire. Aber ich glaube, die braucht eigentlich auch gar keinen Rücken, weil die hat ja schon die Patronenkette um sich quasi.
Also von daher geht die vollkommen klar. So, dazu haben wir noch die Machete. Ja, passt in meinen Augen nicht so ganz zum Skin. Ich weiß nicht. Weil die halt irgendwie so hell wirkt. Wenn ich mir jetzt die Skins angucke. Ja, die wirkt mir einfach zu hell. So, dazu haben wir auch noch einen Gleiter, nämlich den Heli, den ich persönlich echt nice finde. Also der ist echt nicht schlecht. Der Heli ist halt, man sieht immer noch genug von der Map und an sich halt ein geiler Gleiter. Also wenn ihr die V-Bucks übrig habt, das ist wirklich ein Gleiter, den man gebrauchen kann. Hat halt einfach was. Man fällt zwar ein bisschen auf damit, aber wenn er aufklappt, so laut ist er nicht. Finde ich. Also sind andere Gleiter deutlich lauter. So, dazu haben wir noch eine Waffentarnung für 300 V-Bucks. Die digitales Grau. Ja, ich würde jetzt eher sagen, so fast schon Minecraft-Style. Weil halt die Tarnung echt pixelig ist. Aber natürlich gewollt. Wir gucken natürlich wieder alles mal kurz durch bis zum Boot. Boot ist ja immer entscheidend. Ja, auf dem Boot geht's auch klar. So, dann haben wir. Nee, 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 ich will den Skin haben. Natürlich, weil wir gestern. Gestern? Gestern hatten wir die zerbeulte Variante. Heute haben wir die normale Kuschelbeauftragte. Der Skin an sich ist natürlich nice, aber man fällt übelst auf. Also, wenn du Gegner suchst, mit dem Skin findest du Gegner. Weil du wirst halt echt von weitem erkannt, ohne Probleme. So, dann haben wir natürlich noch den Hängegleiter dazu. Ah, finde ich, der Teddybär ist echt ein bisschen schwer, schwer groß. Ist echt groß. Also, aber irgendwie hat der auch wieder was. Wie gesagt, 800 V-Bucks. Der Skin, natürlich 2000 V-Bucks, ist halt ein legendärer Skin. So, dazu haben wir die Kuschelkrallen. Ja, der Ton ist halt natürlich auch legendär. Brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Aber ob das Ganze wirklich so nice ist. Aber es ist natürlich alles Geschmackssache. Schlecht finde ich ihn persönlich jetzt nicht. Ob ich ihn wirklich oft spielen würde, weiß ich nicht. Aber ich denke, beim Stream würde ich ihn schon oft spielen. Also, wenn ich wirklich auf Sieg aus bin, Solo, würde ich ihn eher nicht nehmen. So, dann haben wir noch die Kuscheltarnung. Die gefällt mir komisch, die gefällt mir wirklich gut. Also wer eh so ein bisschen rosa angehaucht ist, die ist wirklich nicht schlecht. Das Problem ist aber auch, meine Frau hat nämlich auch so ein Oberteil mit, nee, eine Hose mit Fleck dran und ist halt wirklich genau derselbe Fleck dran. Ist halt echt. Die Hose hat sie gefühlt schon seitdem wir uns kennen. Von daher, es ist halt so ein Muster, was man einfach im Kopf hat. Sieht aber trotzdem nice aus. Aber es halt, in meinen Augen ist es halt eher was für Mädchen oder Frauen. So, dann war es das da schon. Und dann haben wir die Machthexe. Okay. Die habe ich gefühlt. Also seitdem ich den Shop mache, definitiv nicht. Das heißt, die ist eigentlich schon fast über 100 Tage alt. Dass die nicht im Shop war. Weil die kenne ich definitiv nicht. Das Gesicht ist natürlich ein bisschen heavy. Aber es ist halt auch so eine Mischung aus Voodoo. Natürlich ist ja auch Voodoo. Kappa. Das war es an der Stelle komplett. Ist quasi so der böse Gegenspielpartner von der Kuschelbeauftragten. Aber an sich eigentlich nicht schlecht. Die Farben passen eigentlich auch so in die Welt. Also ich glaube, der Skin lässt sich gut spielen, finde ich. Also, was heißt finde ich? Ich denke mal, dass sich gut spielen lässt. Weil er fällt eigentlich nicht so auf, also ist eigentlich recht nice. Dann haben wir Pumpernickel. So, dann schon wieder die stachelige Streiterin. Die hat mir gefühlt jetzt schon 10 Mal im Shop in letzter Zeit. Dann haben wir immer mit der Ruhe. Wie ich immer sage, da fehlt einfach Ton. Oder wie seht ihr das? Da fehlt einfach ein Ton, oder nicht? So, dann haben wir noch Knochenlos. Der Skin ist natürlich auch phänomenal. Ach, der Skin, der Tanz.
einfach mal ganz entspannt. So, wir haben neue Musik. Und? Bis jetzt hört man viel. Ist eigentlich nicht verkehrt. Ich weiß nicht, kommt hier noch ein Höhepunkt oder nicht? Man wartet irgendwie so drauf. Ne, ich glaube, der bleibt so. Ich will jetzt nur wissen, ob da ein Höhepunkt kommt, also. Ah, doch, jetzt. Oh, doch. Doch, der Ton ist nice. So sehr nice. Direkt mal erwerben. Der ist nicht schlecht. Ihr wisst ja, Hintergrundmusik bei mir immer sehr wichtig. So, natürlich, wie ihr seht, ich habe mich selber unterstützt. Wie gesagt, YT-FamilyHack. Nicht nur in Fortnite, sondern auch bei alten Epic Games. Also Gruß gehen da an alle raus, die mich da schon supportet haben. Ich sehe das ja. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich auf den Livestream. Mal gucken, wie das Ganze so bei euch einkommt. Und wie gesagt, Sonntag, 15 Uhr, Skin-Verlosung. Falls du noch kein Abonnent bist, gerne Abo da lassen. Freundschaftsanfrage schicken, ganz wichtig, auch an YT-FamilyHack. Und dann würde ich sagen, starte ich gleich mal direkt den Livestream und wir fangen an mit den Aufgaben. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein.